Moin, heute mal wieder von mir. Wir haben jetzt heute was Besonderes vor. Wir gehen nämlich zum Genießerfrühstück. So, das heißt, die nennen das hier Genusszeiten. Morgens Frühstück und dann zwischen 11 und 18 Uhr ist die warme Küche. Wir befinden uns hier an der Blumenhalle. Ich zeige euch mal das Plakat. So. Also, das ist jetzt von 9 bis 12. Ah ja, auf Anmeldung. Ach, da kriegen wir das jetzt eventuell nicht. Okay, gut, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt zu dem Museum, wo ich immer noch nicht richtig weiß, wie es heißt, aber es ist ein Freilichtmuseum. Jetzt muss ich erstmal wieder zu mir kommen vor lauter Frühstücksfutterei. So, heute ist herrliches Wetter. Da ist die Blumenhalle mit Kaffee. Und ich denke mal, zum Museum geht es dann hier lang. Ja, da steht es auch, das zum Torf- und Siedlungsmuseum. Linker Hand befindet sich der Erlebnisgolfplatz, der, was ich so über die Hecke sehen kann, sehr schön gestaltet ist. Nochmal kurzer Blick hier drüben, wie alles so schön blüht. Und jetzt, wo die Sonne öfters rauskommt, kommt auch noch das schöne Licht dazu. So, ja, willkommen in Wiesmoor. Und dann gehen wir jetzt hier mal rein. Wo rennst du orientierungslos hin? Nicht als orientierungslos zu bezeichnen. So, ja. So, hier geht das jetzt rein. Und jetzt muss man die Maske aufsetzen. Oder sich als Hund verkleiden. Hm. Weil hier steht nämlich Eingang und Hunde willkommen. Ne? So. Guten Tag, Frau Kaufmann. Haben Sie ein bisschen Maggi für mich? Oh ja, Maggi. Maggi haben wir da. Ist aber so dunkel, kann ich nicht sehen. Dann machen wir es mal hell. So, ein Kolonialwarengeschäft Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Kuriose ist, dass ich mit noch nicht 70 die Sachen alle kenne. Also, erst einmal sind hier mehrere Gebäude aufgebaut im Torf- und Siedlungsmuseum, und da der ist gerade dabei, den Garten zu fotografieren. So. Und wir gehen jetzt hier mal durch einen herrlichen Garten. Hier schaut mal, alte Ziehbrunnen. Und dann schaut mal, das ist ein altes Backhus. Da wird der Teig geknetet, da wird der Teig ausgerollt und die Form geschnitten. Da wird das Brot zum Beispiel reingesteckt. Da sind die Bleche. Ist das nicht lustig? So, dann hätten wir aber das hier schon mal vom Bäcker. Dann gehen wir mal weiter. So, da stehen dann die Milchkannen und die Eimer. Und das Ganze ist im Backhaus.
Es ist übrigens ein Kolonistenhaus, Nachfolger von den einfachen Moorhütten. Es ist auch ein reduziertes Gulfhaus. Die ostfriesischen Gulfhäuser sind ein Zusammenschluss von Wohn- und Wirtschaftshaus und seinen Namen hat es von dem sogenannten Gulf, der freien Raum zwischen den Ständern bildet. Gut, der Wohnteil ist dann nicht so breit wie der Wirtschaftsteil. Es ist wie bei den Gulfhäusern üblich deutlich eingerückt. Könnt ihr das jetzt hier sehen? Ich muss das nochmal heller machen. Na hier. Der Wirtschaftsteil hier ist heute Kino, aber der ist natürlich wesentlich größer als der Wohnteil nebenan. Ja, da wird jetzt das Dorfstechen, das Dorf verarbeiten, erläutert. Und nachlaufende Schneidenscheiben übernehmen das Abschlängen der fertigen Torfsohlen. So, wir stehen jetzt hier vor einer nachgebauten Scheune, die Beschühe oder Beischeune. Durch den zunehmenden Wohlstand konnten die Landwirte auch zusätzliche Scheunen für Vieh und Gerätschaften bauen. Materialien waren für das Dach Ziegel, aber sonst auch Stroh und Reet. Und das Gebäude war dadurch gut durchlüftet. Hat sich hervorragend ja zum Lagern und Nachtrocknen des Torfes geeignet. So. Neben der kleinen Scheune stehen jetzt noch Kopfweiden. Alles, was so typisch ist. Jo, hier sind wir jetzt an der Schmiede und drin sieht das halt eben typisch aus und für die, die so alte Schmieden noch nie gesehen haben, ist ein Blick rein natürlich immer gut. Wollen wir die mal machen. Ja, nicht? Haben wir einen schönen Überblick. So, da wurden jetzt die Pferdehufe hergestellt und dann hier auch und da konnte man dann mit dem Stahlhammer das rot glühende Metall, sprich Eisen, was man hier dann aus dem Feuer nahm. Jetzt brennt hier natürlich nichts, ne? Sonst wären ja die Kippen da schon längst verqualmt. Konnte man dann greifen und hier sind so die verschiedenen Hammer und Zangen, mit denen dann gearbeitet wurde. Der Schmied wusste schon, was er für welche Art oder für welches Produkt er herstellen wollte, brauchte. Ne? So, hier geht es rein zum Fräsen Room, zur Schneiderei, also Schneiderei und zur Schusterei. So, hier haben wir jetzt das Modell des ehemaligen Kraftwerks. Übrigens mit angeschlossener Gärtnerei. Hinten sehen wir Schienenstränge, wo der Torf dann abtransportiert wurde. Und hinten dort haben wir Torf liegen, ein Bagger sehe ich dort stehen. Herein, wenn es kein Schneider ist. Ja, und hier passt es. Es ist nämlich ein Schuster. Hier all die ganzen Werkzeuge und die Hilfsmittel. Und dann sieht man noch alte Adler- oder Dürrkopfmaschinen. Ja, also bei den Schneiders ist es jetzt natürlich hier etwas duster. Vor allen Dingen, wenn man hier hinten Maschinen sieht und man sich jetzt mal hier neben das Modell stellt, da hat man dann wieder genug helles Licht.
Hier ist es die Schneiderei und die ist hier unmittelbar neben dem Schuster. Seit 1998, wenn ich es richtig behalten habe, finden in diesem Raum Trauungen statt. So, in Friesland heiratet man im Wonnemonat Mai. Hier ist der Tisch zum Anstoßen. Und wer kein Kind dabei hat, der kriegt dann hier ein Püppchen. Nee, Quatsch. Das ist jetzt nur zur Illustration. Und so sahen dann früher die Brautkleider aus. Schwarz und nicht weiß, weil man hatte ja auch nicht so viel Geld. Und es war im Prinzip so, dass wir hier den Herrn haben, nicht? Und das weiße Teil hat sich die Brut dann vielleicht die Braut in den Haarschopf gesteckt. Und dann später ging es dann über, dass man so ein weißes Kleid hatte. Das mit dem schwarzen Kleid, das hat es auf sich, dass das Kleid halt eben zu mehreren festlichen Angelegenheiten inklusive Trauer dann getragen werden konnte, während es in viel späteren Jahren es aufkam, wie in der besseren Gesellschaft zu jedem Anlass ein bestimmtes Kleidungsstück zu haben. So, und jetzt hier die Maschinen zum Torfabbau. Hier kann man jetzt die Schaufeln sehen, die dann immer den Boden aushoben. So, die auf dem Wälder zum Trocknen abgelegten Torfsoden wurden mit dieser Gerätschaft aufgegriffen und dann über die Rollbänder wurden sie gedreht und an einer Stelle wieder abgelegt, sodass ein ständiges Drehen der Torfsoden damit gewährleistet wurde. Diese Torfsoden, wie man hier so kleine Reste sieht, ne? So, die sind dann nach der vollständigen Trocknung also auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Masse geschrumpft. So, hier haben wir jetzt so einen sogenannten Sodensammler oder Galper, wurde in den 30er Jahren eingeführt. Dieser stammt jetzt aus 45 und später. Da wurden dann die Torfsoden dann über Förderband weitergeleitet und dann auf die, in die Loren der Züge. Das waren dann so kleine Züge wie im Bergwerk. Am 1. November 1913 wurde die erste Schule in Wiesmoor eröffnet und anfangs hatte man 24 Kinder, dabei wurden alle Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet. Die Glocks, die wir hier sehen, können heute von den Kindern ausprobiert werden, aber sie sollten sie möglichst wieder ordentlich ins Regal zurückstellen. Damals trug man sie in Friesland genauso wie in den Niederlanden. Ein Kohleofen beheizte den Raum und es musste öfters mal gelüftet werden. Ja, alle Utensilien zum Unterrichten befanden sich auch in diesem Raum. Und der Lehrer hatte hier seinen Stuhl und
Von seinem Pult aus unterrichtete er bzw. hatte die Schüler im Blick. Damals schrieb man Deutsch und auch die lateinische Ausgangsschrift wurde gelehrt. Man befand sich ja noch im Kaiserreich. Ja, und zum Schluss beim Rausgehen entdecken wir diese Schulranzen und heute sehen die ja denn doch etwas ganz anders aus. Die Obstbäume draußen erinnern uns dann an das alte Land, wo wir jetzt gleich hinfahren werden. Alte Holzbohlen dienten zur Befestigung von Wegen und wir entdecken auch eine alte Scheune für Gerätschaften und Vorräte. Ich muss jetzt so reinsprechen, in Wiesmoor und das ist das Tor vom Siedlungsmuseum. Und da könnt ihr einen schönen Halten des ganzen Tag verbringen, wenn ihr Bock drauf habt. Und einen schönen Tee trinken und die Sonne genießen, die jetzt gerade mal wieder rauskommt. Jo, so ist das hier. Und es gibt viel zu sehen, viel zu lesen und bestimmt auch viel zu erfahren. Wir müssen jetzt weiter. Ich muss jetzt zum Test. Wegen dem Negativtest, den man braucht, wenn man die Unterkunft zum Beispiel, wie wir jetzt wechseln und wo neu ankommt. Ne? Also, das wäre es jetzt hier aus Wiesmoor. Tschüss und tschö und bis zum nächsten Mal, wenn wir die Kamera wieder einschalten. Und das könnte heute noch sein. Deswegen noch nicht. Tschüss für alle Tage. Folgen Sie Oldenburger Straße für 12 Kilometer. Hallo! Wir verlassen jetzt Wiesmoor und wir wollen euch alle Tschüss sagen. Tschüss Wiesmoor! Tschüss Wiesmoor! Tanja winkt nur, aber das ist ja auch nicht schlimm, dass Tanja nur winkt. Da? Es war sehr schön in Wiesmoor. Der Campingplatz hat mir gut gefallen. Am besten hat mir natürlich das Ottermeer gefallen, weil ich so gerne schwimmen gehe. Da hätte man jeden Morgen früh schwimmen gehen können, wenn das Wetter etwas besser gewesen wäre. Aber auch die Umgebung ist sehr schön. Heute haben wir sogar noch festgestellt, dass es am Ottermeer einen Hochturm gibt, den man besteigen kann und das Nasshochmoor sehen kann. Das konnten wir uns jetzt leider heute nicht mehr angucken. Ein Grund, nochmal hierher zu kommen. Ciao! So, jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Überblick über unseren Campingplatz in Wiesmoor geben. Es war ein 5-Sterne-Campingplatz und wir haben jetzt hier eine kleine Radtour gestartet rund um den Ottersee. Und bevor wir zum Ottersee kommen, fahren wir hier einmal über den Campingplatz und zeigen euch so die eine oder andere Ecke. Hier konnte man also feste Unterkünfte mieten, hier konnte man Zelte bzw. Wohnwagen mieten. So, Fahrradständer waren jetzt hier bei den Sanitäranlagen. Die selber waren recht ordentlich, also halt eben auch entsprechend für 5 Sterne. Claudia hatte etwas mit der Sauberkeit der Türen auf dem Damenklo auszusetzen, also die Damentoilette war nicht schlecht, aber halt eben, da waren noch ein paar Reste zu sehen, die entweder stark abgenutzt waren oder noch nicht richtig sauber. Bei den Herren hier, was ich euch zeigen kann, ist alles in Ordnung. Sehr schön, sauber ist der optische Eindruck, war es dann auch. So, dann gab es Duschen und zwar gab es auch diese größeren Kabinen mit Waschbeckenspiegel und Ablage, so und nochmal rüber und dann oben der Duschkopf. Das war ein Problem, weil da kam ein Strahl raus, der in die Breite spritzte und man musste schon seine Sachen hier unten in Sicherheit bringen, damit da nicht
mit nassen Kleidungsstücken wieder weiter musste. Ja, und dann sind wir jetzt in den anderen Bereichen gegenüber von unserem Stellplatz gefahren. Und überall gibt es dann auch so kleine Wege, wo man dann durchfahren kann. Und im Prinzip verläuft das Ganze dann relativ identisch. Wir hatten bei unserem Stellplatz Wasser vor Ort, wir hatten Strom. Es war soweit alles in Ordnung. So, und dann haben wir jetzt hier noch eine andere Variante. Aber dann sind wir weitergefahren. Geradeaus geht es zum Ottersee, da ist der Badestrand, den werden wir ganz zum Schluss dann nochmal sehen. Hier ist die Getrenntmüllentsorgung. Und man meint, man würde jetzt in die Natur fahren, wenn man jetzt hier über die Brücke kommt. Aber das ist nur teils richtig, denn hier sind noch weitere Stellplätze. Und zwar sind das hier Stellplätze auch für Fahrzeuge, die relativ autark stehen. Und ihr seht immer durch die Bäume, rechts stehen noch Wohnmobile. Natürlich gibt es dann hier auch die Sanitärgebäude, das haben wir uns jetzt nicht extra hier angeschaut. Aber bei 5 Sternen haben wir jetzt eigentlich vorausgesetzt, dass das dann in Ordnung ist. Dann gibt es hier auch eine Feuerwehr. Ja, und nach einer Weile kommt man dann an so ein Tor, dann ist der Campingplatz auch zu Ende. Das heißt, es ist nicht die Fläche komplett für Camping genutzt worden, sondern es ist auch Natur. Man befindet sich hier nämlich auch direkt in derselben und kommt dann nach ein bisschen Radeln an den See. So, und jetzt hat man die Möglichkeit, den See einmal zu umrunden. Der sieht nämlich nicht so klein aus und man muss doch eine ganz schöne Strecke fahren. Ich glaube, wir sind so eine halbe Stunde, sind wir da ganz gut um den See herumgefahren. Zwischendurch kommt man wieder zurück auf die Straße. Dort befindet sich auch noch eine Gastronomie, wo man schön draußen sitzen kann. Man biegt dann in noch eine Straße ein. Man kann aber auch einen anderen Weg wählen, unmittelbar am Ufer des Sees. Wir sind dann jetzt hier noch eine Straße hochgefahren. Und sind dann nach einer Weile wieder in Richtung See abgebogen. Ja, und wie man sehen kann, wir sind jetzt wieder am See angelangt. Es ist Natur und hier wandern die Leute auch und oder fahren mit dem Fahrrad. Man kann sich also hier in der Natur recht gut bewegen. Ja, und dann haben wir mal kurz einen Stopp gemacht am Ottersee. Und das ist der Badestrand. Dort drüben gibt es auch einen Kiosk und Duschmöglichkeiten und Strandkörbe und einen Kinderspielplatz und einen Zugang in den See. Ja, das war hier wunderschön. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute. Bleibt gesund, macht es gut, tschö und bis die Tage, euer Ralf.